Hallo und herzlich willkommen zurück bei Breath of Fire 3. So, wie es aussieht, sind wir in einer kleinen Diebesgruppe gelandet. Oder zumindest bei ein paar Kids hier. Ah, können wir mal gucken, ob wir die auch noch ein bisschen beklauen können. Du fandest einen Wurm. Und was sind wir hier? Vitamin! Ein sehr gutes Heilobjekt. Und das hier riecht verbrannt. Ja, Feuer riecht verbrannt. Das hat es so an sich. Aber wisst ihr, mal ganz im Ernst, es tut mir wieder richtig gut, nach langer Zeit, nach Alundra, mal wieder ein PlayStation-Spiel zu Let's Playen. Das tut mir wieder richtig gut, auch wenn das ein sehr langes Rollenspiel ist. Was hast du zu sagen? Herr Kind, sei besser ein wenig vorsichtig hier in der Gegend. Einige Rabaukenerei und Tempo treiben sich hier rum. Ach, die sind doch bestimmt ganz nett. Ich meine, die haben mich ja aufgenommen. Oder zumindest mich erstmal aus dem Wald geholt. So, dann gehen wir erstmal hier lang. Und hier. Aber ich habe so viele SNES- und Gameboy-Spiele gespielt, dass ich unbedingt mal wieder ein PlayStation-Spiel spielen musste. Und was kann ich da besser sein als ein Spiel, was ich schon, als ich jung war, gerne gespielt habe. Aber ich habe es nie durchgespielt. Ah, gut. Ich dachte, ich habe mich schon gewundert wegen dem schwarzen Bildschirm. Was zur Hölle? Wow! Roy! Raus hier, ihr Plagen! Niemand wird mich kriegen! Nützt nichts, Roy! Jeder hier hält nach uns Ausschau! Keiner hat viel zu essen. Naja, schlechte Ernte und so. Hey, Teppo, schau dir diesmal an. Na, bist du endlich aufgewacht, eh? Und Hunger. Das ist ja wohl die Höhe. Nun haben wir noch ein Maul zum Füttern. Wie wär's? Er könnte uns doch helfen, Rai. Gute Idee. Aber ich glaube, wir müssen ihm erst den Schlafanzug ausziehen. Nun komm! Wir werden dich jetzt gescheit ausrüsten. Ja, ich will Waffen! Gegner bekämpfen, trainieren! Warte es ab, Sam! Rai wird dich in 0, nichts richtig anziehen! Woher kannst du eigentlich meinen Namen? Sag dich gerade Sam? Ja. Ist dies dein Name? Ja. Komisch, woher wusste ich das? Vielleicht geträumt. Ja klar. Oh oh, abhauen! Und Sam bleibt da immer noch stehen und ich wollte jetzt Ryu sagen, weil so heißt er ja eigentlich in Wirklichkeit. Hey, wo ist Ryu? Sam. Das war knapp, nicht wahr, Rai? Ja, das war's. Aber wir konnten ihm was zum Anziehen besorgen. Beeil dich, Sam! Sei kein Lahmarsch! Hey, wir haben jetzt Ausrüstung! Oh yeah! Nicht gewohnt, eine Rüstung zu tragen? Nun, besser als ein Schlafanzug, ja? Was sollen wir nun unternehmen, Rai? Jeder in der Stadt ist arm dran, wegen der miesen Ernte. Ich hab's! Lasst uns zur Straße gehen, wir werden dort Arbeit finden. Was meinen die mit Arbeit? Weiter vorne gibt es eine Straße, die man Giralweg nennt. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wir gehen oft hin und rauben Leute aus. Das sind die Arbeit? Es ist nicht unsere Art, Leute zu verletzen. Sie beklauen? Ja. Aber ich werde niemandem etwas antun. Das ist richtig. Selbst ein Anfänger wie du kann das. Na, nicht aufregen. Lass uns gehen. Okay, und was ich an diesem Spiel auch so toll finde, ist, dass man Leute sogar berauben kann. Na, den jetzt zum Beispiel nicht. Hast du was? Ja, ne, die hatte was. 5 Zenny! Man kann übrigens auch zwischen den Charakteren herumswitchen, was ich auch super finde.
Jeder Charakter hat so seine Fähigkeiten. Peppo kann so treten. Ryo kann mit dem Schwert hier so schlagen. Und Rai, mit ihm kann man verschlossene Türen öffnen. Aber das ist eigentlich nur sehr selten der Fall. Komisch ist, finde ich auch, dass man so Bäume ausrauben kann. Glaube ich jedenfalls. Ging das nicht? Ich kann mich so erinnern, man könnte auch irgendwie Bäume ausrauben oder so. Aber vorher gehen wir noch woanders hin, bevor wir mit der Geschichte weitermachen. Hier ist nämlich noch ein sehr schönes Anwesen, was später eine Bewandtnis hat. Wo ist jetzt hier nochmal der Eingang gewesen? Ah, hier. Bewachen das Anwesen, jawohl. Gut, die fühlt sich richtig stark, was? Das ist das Anwesen von Herrn McNeil. Oder McNeil. Ich sag weiter McNeil. Also Neil. Ihr wisst, was ich meine. Hoffentlich. Hey, hier ist eine Mauer kaputt. Dieser Teil der Mauer brach zusammen. Ich werde ihn richten. Mr. McNeil hat Angst vor Dieben. Deshalb schreit er. Ich soll mich beeilen. Ich sag's dir. Die Reichen verstehen halt gar nichts. Naja. Die Armen haben immerhin den Vorteil, dass man ihnen kaum was wegnehmen kann. Ich glaube, ich bin jetzt falsch. Hey, kann ich den Hund ausräumen? Yeah, der Hund hatte Geld. Du bekommst 2 Cent. Warum hatte der Hund Geld? Nach der schlechten Ernte nun auch noch unsere Kühe gestohlen. McNeil hat miese Laune. Das kann man wohl sagen. Kann ich auch Kühe ausräumen? Yeah, Kuh hatte Geld. 2 Cent. Hier bin ich jetzt, ja. Ich darf nochmal zurückgehen. Übrigens, ich werde nicht jeden Kampf zeigen. Nur die wichtigsten sozusagen. Also wo ich zum Beispiel neue Fähigkeiten bekomme und so. Ihr werdet dann immer wieder sehen, der Kampf fängt also an. Ihr seht vielleicht die Gegner und dann seht ihr, wie viele Erfahrungspunkte ich bekomme. Sondern 15 Minuten finde ich ziemlich wenig und ich möchte gerne auch diese Zeit bei diesem Let's Play behalten. Kann ich die rausholen? Nein. Und das könnte dann etwas problematisch werden, wenn nur 15 Minuten und dann... Die Kämpfe hier können zum Teil nämlich auch ziemlich lange dauern. Und dann... Ich habe Angst, dass ich irgendwie so 5-6 Kämpfe mache und dann ist der Part zu Ende. Und mehr habe ich dann in dem Part dann auch nicht geschafft. Das fände ich uncool. Und natürlich zeige ich euch dann natürlich immer wieder die ersten Gegner. Also, immer wieder, wenn ein Gegner neu auftaucht. Rai, du greifst den Magigo an. Teppo, du greifst den Aigo an. Und Ryo, du greifst auch den Aigo an. Wie ihr seht, kann man am Anfang noch nicht sehen, wie viel Energie die haben. Ja, komm, das überlebt. Wow. Ich muss die wirklich alle trainieren hier. Sagen. Tag. Merkt euch mal, wie Ryo am Anfang angegriffen, wie Sam am Anfang angegriffen hat. Das wird sich mit der Zeit auch noch ändern. Aber kein Wunder, wir haben alle noch so eine kleine Level. Stimmt, ist das wirklich so? Tate Sache. Okay. Arbeitet ihr hier? Hier arbeiten wir, auf dem Jiralweg. Diese Straße führt direkt nach Windia. Diese Straße führt direkt nach Windia. Oh Gott, Straße vertauscht. Eines Tages jagen wir diesen Ort hoch und brechen zu einer echten Stadt auf wie Windia, oder Rai? Lasst uns mal nachdenken, wie wir heute an was zu essen kommen, anstatt uns darüber einen Kopf zu machen, okay? Wir verstecken uns und warten, bis jemand vorbeikommt. Hinter dem Baum da. Die Stelle gefällt mir gut. Verstehe, hier könntest du auch ziemlich gut hinterherrennen. Und da sehe ich einen Sack. Den will ich haben. Ich will diesen Sack da haben. Was ist da drin? 40 Cent Geld. Oh, kämpfen. Ah, ja, okay. Hier ist was Interessantes.
Rai macht Verteidigung, Teppo macht Verteidigung und Sam macht Elite-Kobold. Ich will das haben. Na, leider nicht. Hat noch nicht funktioniert. Aber am besten wäre es, ich fange erstmal so an. Hier mit der L1-Taste kommt man in dieses Menü. Und mit der R1-Taste in dieses Menü. L1-Taste, wenn ich das hier drücke, dann greifen die so lange an, bis die Gegner tot sind oder meine Partei kaputt ist. Was ich nur einsetzen werde, wenn... Ich weiß nicht. Wenn ich tatsächlich weiß, dass ich auch gewinnen werde. Sondern man kann dann auch nicht mehr aus diesem Menü rauskommen, das ist das Problem. Hier, Flucht, das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Flucht. Da, hiermit kann ich fliehen, wenn es klappt, nicht aus dem Kampf entkomme. Hiermit, Objekte kann ich dann damit verwenden. Zum Beispiel dieses Heilobjekt hier. Ich gebe zu, ich finde es sogar eigenartig. Ich habe sogar zu wenig Heilobjekte dabei. Ich habe nur dieses eine. Na, das wird für den Anfang reichen. Abwehr, das erklärt sich eigentlich von allein. Das verwende ich auch öfters, wenn ich möchte, dass keiner dieser Charakter was dann tun soll. Fähigkeiten. Zauber gehören auch dazu, aber Sam kann jetzt erstmal nur heilen. Später kommen noch andere Fähigkeiten dazu. Ich glaube, Rai kann sogar stehlen. Und dann ist da noch dieses hier, was ich ziemlich interessant finde. Einige Fähigkeiten kann man nämlich erlernen. Und ich möchte Einfluss haben, weil ich das für die Zukunft brauche. Das wird für mich wichtig sein. Ach, mit Rai kann ich eigentlich auch mal plündern hier. So. Und prüfen. Einfluss. Sam, erlern das mal ein bisschen. Das kann zum Teil leider ein bisschen dauern, bis man es hat. Du konntest nichts stehlen. Ach, goddammit. Damit greift er an, das ist nicht ganz so pralle. Na, dann eben weiterhin Abwehr. Einfluss. Ich brauche diese Fähigkeit, die ist wichtig. Ich möchte die jetzt schon haben, dann habe ich das hinter mir. Sam, Einfluss. Ah! Immer noch nicht. Was ist los, Sam? Erlern Einfluss. Abwehr, Abwehr. Ah! Immer noch nicht. Was ist los mit dir, Sam? Kann zum Teil leider ein bisschen dauern. Ah! Ich schneide hier mal und wir sehen uns wieder, wenn ich die Fähigkeit erlernt habe. Yes! Endlich mal! Oh Gott, ey. Ihr seht, meine Energie hat ziemlich gut nachgelassen, aber Sam erlernt Einfluss! Das kann ich selber machen. Einige Gegner kann ich somit auf andere Gegner hetzen. Aber das ist nicht das, warum ich es eigentlich brauche. Aber ich werde darauf viel später nochmal zurückkommen. Bam. Los, jetzt alle erstmal auf den Elite-Kobold. Wenn ich nämlich den anderen Kobold kille, dann versucht der Elite-Kobold zu flüchten und damit würde ich Erfahrungspunkte wegwerfen. Bam. Und weg. Mächtige Gegner ist tot. Sehr gut. So. Und jetzt erstmal hier. Alles klar, wir warten hier. Wenn jemand kommt, springen wir hervor. Ungefähr so. Ach, dann, das hat Teppo gesagt. Ach, dumm. Was ist los, Sam? Man geht nicht gerade sanft mit uns um. Keine Sorge. Wir sind nur arme Kids, die etwas zu essen wollen. Jeder wird uns das nachsehen, okay? Musik ist aus. Kommt da jemand? Hey, da kommt jemand! Und auch nur eine Person. Er ist allein. Okay, Sam, zeig uns, was du kannst. Schnapp ihn dir! Und wie? Ihn einfach umrennen! So! Wow! Hey! Was willst du, Kleiner? Mich ausrauben, hä? Wir haben momentan schon genug
Ärger hier mit diesen beiden Verbrechern, Peppe und Ray. Hört mir genau zu. Falls ihr ihnen begegnet, sagt ihnen, ich krieg sie. Sie werden's bereuen. Es hat ja gut geklappt. Hoppala. Das scheint Bunyan zu sein. Was glaubt ihr eigentlich, wer er ist? Hey, wartet mal. Wenn der alte Bunyan hier ist, heißt das, keiner ist bei ihm zu Hause, richtig? Ihr habt recht. Auf zu seiner Hütte zum Essen plädern! Das geschieht ihm recht. Yay! So, aber ich hoffe noch, dass ich hier noch einen speziellen Gegner treffe, sondern dann kann ich nämlich zwischen den anderen Parts nämlich trainieren. Ah, Gongkopf, noch ein Gegner. Dieser Gegner erinnert mich irgendwie immer an Sonic. Ich meine, Stacheln, Blau, die Farbe am Gesicht passt auch fast. Dieser Gegner ist jetzt noch schwach eigentlich. Ich habe nichts gesagt! Mach ihn platt, Ray! Bam. Ein wahrhaft großer Sieg. Yay! Sam wurde zu Level 2. SP steigt um 2, Kraft steigt um 1, Aktivität steigt um 1, Intelligenz steigt um 1. Und Tempo wurde zu Level 2. SP steigt um 2, Kraft steigt um 1 und Abwehr steigt um 1. Nicht so viel, aber... aber bis zum Ende des Parts möchte ich gerne noch einen Gegner treffen, damit ich auch noch gut trainieren kann. So, heilt. Na komm, einen Gegner möchte ich noch treffen. Aber dab. Na komm, wo bist du? War gut, dass dieser Gegner jetzt, dass der Gongkopf kam. An den habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ach, toll. Und weg. Der Feind wurde geschlagen. 2 Erfahrungspunkte. Ja, super. Ich will aber andere Gegner. Ich möchte nicht, dass der Part zu lang wird. Na komm. Bist du's? Ja. Ja, goddammit. Yeah, 7 Erfahrungspunkte bekommen. Jetzt will ich aber wirklich, dass dieser Gegner erscheint. Na komm, eigentlich sollte der ziemlich häufig erscheinen. Na komm, jetzt bist du aber, oder? Nein. 2 Erfahrungspunkte bekommen und Vitamin. Damit kann ich mich heilen. Wir machen das anders. Wir sehen uns, wenn ich diesen Gegner getroffen habe. Bis gleich. Geht doch! Genau auf diesen Gegner habe ich gewartet. Endlich! So, jetzt machen wir ihn platt und dann kann ich diesen Part noch beenden. Tschüss! Ein wahrhaft großer Sieg! 3 Erfahrungspunkte bekommen. So, und hier beende ich jetzt und im nächsten Part werde ich ein bisschen gelevelt haben. Und dann... Und dann könnt auch zu Bunyans Haus und ihn ausrauben. Bis dann!